When a person doesn't have the ability to say something with words or express themselves, music is the perfect tool for that. It's the best way for a musician to express their emotion and love for the instrument, for the piece. Dieses Instrument, es spürt es irgendwie, wenn wir mal vor Publikum sind. Und es klingt auch, es ist sehr lustig, es klingt immer ganz anders. Auf einmal öffnet sich mein Bass so richtig. Und ich glaube, dieses Instrument wartet nur darauf, eben gespielt zu werden und große Hallen zu füllen. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, gemeinsam mit so einem Instrument spielen zu dürfen. For me, the last movement is my favorite because it's got these super crazy powerful cadenzas all over the cello, you know, so it's very exploratory around everywhere on the cello and yeah, really cool and strong, and that's my kind of style, you know, strong and powerful on the cello. So I grew up a lot playing very small concerts, house concerts. I would very often play either at friends' place or, you know, just very small concerts for 20, 30 people. There is something about the atmosphere of those concerts because it's just so personal. And you really can feel, you know, literally each member of audience matters. Even when we come to big stage, if we manage to get rid of this feeling of the mass. This feeling when you sit and listen and you just have impression that this person on stage is, you know, having a dialogue with you. The audience has to participate as well. Of course, the artist can try as much as he can, but if the audience doesn't do at least the one step, you know, going towards the musical experience, I think it will never work 100%. Es gibt viele Sachen, wo ich zum Beispiel gar nicht weiß, dass die überhaupt in mir stecken, und dann mit Musik, wenn ich spiele, kommt das raus, und ich finde es einfach schön, wenn man Leute bewegen kann. Ja, jetzt zum Beispiel gerade eine Dame, nachdem ich gespielt hatte, meinte, sie ist keine Musikerin, aber sie hatte Tränen in den Augen, und das freut einen dann irgendwie sehr. Also das finde ich das Schönste einfach, wenn man bei Leuten einfach irgendwie, ja, Emotionen rausholen kann. Also ich liebe das Instrument, das kann ich sicher schon mal sagen. Geige hilft mir da wahnsinnig. Sie ist sehr rund vom Ton, sehr honig, wie ein Honig, so ein bisschen sehr nektarartig, und es ist samtig und gibt mir natürlich die Möglichkeit, auch viel die Klangfarben zu produzieren, die ich wirklich will. Es gibt Instrumente, auf denen kann ich noch so viel wollen und man erreicht es nie. Und auf dem Instrument weiß ich, das Instrument kann mich inspirieren und auch abholen in dem, was ich will. I think music, it is a language, and every musician, when he plays the instrument, when he plays certain piece, he speaks to the composer.
That's why it's so interesting, because all the time we hear, you know, Tchaikovsky, Brahms, concertos, other pieces, and everybody plays it so different. Everybody sees his own picture, and I think that makes music unique. Otherwise, we can just do one recording and listen to it for all the time. Ich denke, mein Instrument hat einen sehr direkten und warmen Klang und spricht sehr, sehr gut. Auch in größeren Sälen trägt das sehr, sehr gut, den Klang. In William Waltons Viola-Konzert kommen ganz, ganz verschiedene Emotionen und Gefühle zum Vorschein. Und ja, es ist ein Stück mit sehr, sehr unterschiedlichen Gefühlswelten, von sehr, sehr zerbrechlich, fragend, ängstlich bis hin zu sehr, sehr wild und robust. Ich denke, dass man mit dem Publikum sehr, sehr gut interagieren kann. Und mir persönlich fällt es viel leichter, mit Publikum im Saal Emotionen zu teilen. Sie sind schon sie sind ja noch sehr jung teilweise, aber sie sind schon so weit, dass sie sich wirklich durch ihre Musik anders ausdrücken können, wahrscheinlich, wie sie sonst im Leben sind. Vielleicht jemand, der schüchterner ist, der geht dann voll auf der Bühne. Unsere Instrumenten, das sind unsere Sprachmittel. Wir erzählen etwas bei jeder Phrase. Wir erzählen etwas. Sie beherrschen das Instrument schon so gut, dass sie ihre eigene Sprache dadurch sich selber äußern können. Du musst etwas vermitteln und an das Publikum bringen, also etwas sagen, Gefühle zeigen. Es sind dann so bleibende Gefühle. Es ist natürlich viel diffuser, es ist nicht fast, du kannst es nicht mit nach Hause nehmen und immer wieder anschauen, aber du kannst es wieder in dir heraufbeschwören. Und das ist schon ein großes Geschenk.